Einige von ihnen konnten auf dem offenen Wasser nicht mehr ausweichen. Die anderen verwechselten Küste mit dem Meer oder sie litten unter technischen Fehlfunktionen. Doch es gibt auch welche, die sich einfach nicht an die Betriebsregeln halten. Daher haben wir heute für euch einige epische Clips von Schiffunfällen. Wenn ihr also verblüfft sein wollt, schaut das Video bis zum Ende an. Zwei Tanker hatten ein Scharmützel in den Gewässern von Tang Yongling. Die MV Ocean Line rammte den mittleren Teil der Backbordseite von der MT Strophocos. Und hier ist das beste Beispiel, was durch den falschen Gebrauch eines Ankers passieren kann. Das Boot krachte in das Heck eines großen Schiffes im Wasserbereich des Hafens. Schaut euch mal das an. Dieses Filmmaterial ist ein gutes Beispiel dafür, wie man nicht andockt. Der Großfrachter kollidierte mit einem der verteuten Containerschiffe. Obendrein trifft der Bug des Massengutfrachters auch noch ein am Pier festgemachtes Lotsenboot. Im Jahr 2010 rammte das japanische Walboot Shonan Maru 2 in den arktischen Gewässern das Trimaranboot Eddie Go. Das 24 Meter Boot kostete etwa 1,5 Millionen Dollar und war für den Anti-Walfang-Einsatz konzipiert worden. Sie sind sogar mit blendenden Laserkanonen ausgestattet und dürfen sie beim Einsatz verwenden. Als sich die Konkurrenten begegneten, kam die Shonan Maru 2 von hinten an das Boot heran und drehte es einfach um 110 Grad. Der Walfänger lenkte die Besatzung zunächst mit starken Wasserkanonen ab und rammte danach dann die Eddie Jill. Alle Besatzungsmitglieder konnten glücklicherweise gerettet werden, das Boot leider aber nicht. Es versank. Hier haben wir eine Notbremsung der Der Motor der BC Ferry Queen of Oak Bay war kaputt, daher war sie gezwungen, eine Notbremsung zu machen. Auch für diesen Unfall ist wieder ein mechanischer Defekt verantwortlich. Ein Containerschiff verlor im Hafen von Gangsu in China die Kontrolle. Und hier krachte es gewaltig zwischen einem Schiff und einem Lastenkran, der mit voller Wucht in das Steuerbord des Schiffes gerammt ist. Die Marinesoldaten stehen immer noch unter Schock und zeigen auf das riesige Loch, das das Schiff leicht auf den Grund des Ozeans hätte schicken können. Werfen wir einen Blick auf die Nachwirkungen, als ein Containerschiff in einen Dock im Hafen Tang Yong Emmas in Semarang krachte. Beim Versuch anzudocken, verfing sich das 365 Meter lange Frachtschiff Milano Bridge an den hochaufragenden Baukränen des Docks, wodurch einer von ihnen auf das Schiff stürzte. Die Milano Bridge rammte auch ein anderes Schiff, und zwar die C-Span Ganges. Dieser Vorfall geschah in der Nähe von umstrittenen Inseln im Ostchinesischen Meer, wo sich riesige potenzielle Gas- und Ölvorkommen befinden. Ein chinesisches Fischerboot kollidierte mit einem japanischen Patrouilleboot. Der Unfall war ein Katalysator, welcher wiederum einen diplomatischen Streit zwischen den beiden asiatischen Ländern auslöste. Japan nahm den chinesischen Skipper des Schiffes fest, was ihn in seinem Land China zum Helden machte. Der 35-jährige Captain des Sojabohnen transportierenden Lastkrans verlor die Kontrolle über das Schiff, woraufhin er einen der Pfeiler der Brücke mitnahm und diese zum Einsturz brachte. Später wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 2000 Baht gezwungen, umgerechnet 54,36 €. Auch dieser Vorfall verlief leider nicht ohne Verletzungen. In dieser Aufnahme sieht man deutlich, wie ein Jetski kurz vor dem Crash in die Fahrtrichtung eines entgegenkommenden Bootes einbiegt. Ein weiterer schrecklicher Crash ereignete sich während der Superyacht Challenge Antigua Regatta zwischen Yachten der J-Klasse. Schaut euch das mal an. Diese Yacht rammt mit Präzision genau in die andere. Sie durchquert das Heck vollständig, wodurch eine der Personen über Bord fiel. Infolgedessen wurden beide Boote beschädigt und schieden sofort aus dem Rennen aus. Zwei Besatzungsmitglieder mussten sogar medizinisch versorgt werden. Der Supertanker Marine Knutzen machte zwar durch wiederholtes Hupen auf sich aufmerksam, aber es sieht so aus, als ob es die Yacht einfach ignoriert hätte. Ihr Segel verfing sich im Anker des Supertankers und die Yacht wurde getroffen.
Dass kleine Boote von größeren Schiffen gerammt werden, kommt anscheinend häufiger vor, als man denkt. Und oft geschieht es durch das Verschulden der kleineren Bootsführer. Diese Leute hatten eine gemütliche und entspannte Zeit auf ihrer Yacht in der Nähe eines Restaurants in Miami. Doch sie ahnten nicht, dass sich in wenigen Sekunden eine große Tragödie ereignen würde. Eine andere Yacht krachte in das Boot und verschonte weder die Passagiere noch diejenigen, die versuchten, sich aus der Gefahrensituation zu bringen. Auf dieser Aufnahme wurde der Pfahl mit absoluter Präzision getroffen. Hinter dem Steuer dieses frechen Jetski-Fahrers sitzt ein 13-jähriger Junge. What the? Blöd nur, dass er deswegen das Hindernis nicht bemerkt hat. Ein motorisiertes Schlauchboot, das mit einem Segelboot kollidiert ist, war unbemannt, nachdem die Betreiber des Bootes die Kontrolle verloren hatten. Andrea ereilte dasselbe Unglück, als sie mit der Alexander von Humboldt, einem großen Dreimast-Segelschulschiff mit 59 Menschen an Bord, kollidierte. Und zwar aufgrund der Fahrlässigkeit eines einzigen Besatzungsmitglieds, welches sich auf der Brücke befand. Beide Schiffe wurden bei diesem Unglück nicht ernsthaft beschädigt. In der Bucht von Vladivostok krachte ein Militärschiff infolge des Versagens seines Rückwärtsganges in das Hafenbecken. Ein Sportboot wurde mit Hilfe von Kränen an Bord eines großen Schiffes transportiert. Doch plötzlich lösen sich die Befestigungen und das Boot stürzt 50 Meter in die Tiefe, schlägt auf und landet kopfüber. Hier sieht es ganz so aus, als hätte dieses Boot andere Pläne für heute Abend gemacht. Und jetzt ein etwas schockierenderer Inhalt. Ein Mädchen zerstört skrupellos die Yacht ihres Vaters. Es sieht ganz so aus, als würde heute jemand ohne sein neues iPhone leben und Hausarrest bekommen. Ein betrunkener 32-jähriger Mann krachte in andere Boote, die in der Bayfront Park Marina in Sarasota, Florida angedockt waren. Nach Angaben eines Betroffenen handelte es sich um einen Mitarbeiter einer Charterfirma, der das Boot von seinem Chef gestohlen hatte. Dieses Schiff ist auf dem Fluss unterwegs, als sich plötzlich die Brücke absenkt. Das Schiff hat keine Möglichkeit mehr zu manövrieren oder geschweige denn zu wenden. Es verliert sein Steuerhaus komplett und geht danach in Flammen auf. Und was ist mit dieser gewaltigen Kollision zweier Yachten? Ich denke mal, ihre Kapitäne müssen den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord vergessen haben. Seht euch an, wie der Rückstoß das Boot umdreht und es Schwierigkeiten hat und darum kämpft, über Wasser zu bleiben. Dieser Katamaran war bereit für seine Fahrt. Aber die Brücke sagt nein. Der Mast des Bootes verfing sich in der Brücke, aber schaffte es zum Glück noch wegzukommen, gedacht war. Ein Ehebruchstück zu krachen, als der Captain seinen Rückwärtsgang einlegte. Zwei Schlepper, die das Schiff durch den Gibo-Decker-Kanal lenkten, versuchten es auszubremsen. Doch eine der Ketten, die mit dem riesigen Liner verbunden waren, hielt der Spannung nicht stand und zerriss. Und nun folgt ein schmerzhafter Schrei vom 13-stöckigen Ungetüm, das für 2500 Passagiere ausgelegt ist, als es am Dock vorbeischabt und das kleine Schiff zum Sinken bringt. Durch den schrecklichen Aufprall wurden 4 Menschen verletzt. Im Jahr 2019 verlor ein riesiges Kreuzfahrtschiff namens MCS Opera mit 13 Decks die Kontrolle über seine Motoren, was zu einem Unfall in ein Dock und ein kleineres Boot namens River Contest in Venedig überhaupt überleben konnte. 125 Meter langer Tanker auf des historischen Gebäudes abgerissen wurden. Im Jahr 2017 krachte ein Frachtschiff namens Tolunay in ein Boot der türkischen Küstenwache, das sich direkt vor ihm befand. Der Bug der Tolunay trifft auf das kleinere Boot und dreht es einfach um. Als das Schiff vorbeifährt, kann man sehen, wie das SG-25-Boot der Küstenwache kentert. Die Tolunay hielt nicht an und segelte weiter, als wäre nichts passiert. Am 24. August 2020 lief der Riesentanker Stella Banner auf Grund und kippte stark nach der Steuerbordseite ins Wasser. Die Besatzung wurde evakuiert und das Schiff wurde wieder flott gemacht, so dass Bergungsmannschaften 3500 Tonnen Heizöl und die 275.000 Tonnen Eisenerzladung entfernen konnten. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Schiff nicht repariert werden konnte und so wurde es absichtlich versenkt. Dramatische Aufnahmen wurden von dem 440.924 Tonnen schweren Schiff gemacht, als es mit einem schaurigen Geräusch im Wasser versunken ist.
Am 7. Oktober 2019 wurde das Containerschiff CSL Virginia von der Fähre Ulysses gerammt, die ein riesiges Loch in die Seite des Tankers schlug und dickflüssiges Rohöl freisetzte, das dann an den Stränden von Costa Rica angespült wurde. Der Unfall ereignete sich, weil der Wachoffizier an Bord der tunesischen Ulysses zum Zeitpunkt des Unfalls telefoniert hatte und nicht bemerkte, dass die CSL Virginia an einer ungewöhnlichen Stelle ankerte als normalerweise. Der Tanker hatte außerdem seine Decklichter eingeschaltet und war vom Radar der Fähre mehr als eine Stunde vor dem Unfall entdeckt worden. Es dauerte 5 Tage, um die beiden Schiffe zu trennen, und Kosten in Millionen von Dollar an Schaden wurden verursacht. Unser nächster großer Schiffsunfall betrifft die 39 Millionen Dollar Megayacht Yogi. In Aufnahmen, die an Bord eines Hubschraubers gemacht wurden, ist zu sehen, wie die Yacht bei rauer See und schlechten Wetterbedingungen auf der Seite liegt, während die Besatzung evakuiert wurde. Der Grund, warum das Millionen-Dollar-Schiff sank, war die Überhitzung eines der Motoren und ein Defekt an der Hecktür, wodurch das Wasser leicht eindringen konnte. Der zweite Motor fiel aus und das Boot versank schließlich nach 5 Stunden. Die gesamte Besatzung konnte unverletzt, wenn auch etwas unterkühlt, gerettet werden. Bereits im März 2013 wurden Videoaufnahmen gemacht, die 2 Frachtschiffe zeigen, die zu dicht beieinander lagen. Das größere 57.770 Tonnen Frachtschiff Bex Halil ist direkt am Heck eines kleineren vietnamesischen Frachtschiffes zu sehen, das ihm blindlings in den Weg fährt. Mit lautem Hupen rammt die Bex Halil das Frachtschiff und vollführt dabei eines der langsamsten Pit-Manöver, das je mit der Kamera aufgenommen wurde. Die Küstenwache wurde gerufen, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Doch wir wissen, dass es einige Schäden an beiden Schiffen gegeben haben muss. Im Dezember 2019 wurden die Passagiere an Bord 2er Kreuzfahrtschiffe erschüttert, als die beiden Schiffe im Hafen von Cozumel in Mexiko zusammenstießen. Die Carnival Glory versuchte gerade anzudocken, als der Bug der kleineren Carnival Legend ein Loch in ihr Heck und ein großes Stück des Schiffes herausriss. Niemand ist sich sicher, was den Unfall verursacht hat, aber schlechtes Wetter und starke Winde wurden dafür verantwortlich gemacht. Niemand wurde zum Glück ernsthaft verletzt und allen Passagieren, die den Unfall miterleben mussten, wurde gesagt, dass sie eine schöne Zeit in Cozumel haben werden. In diesen Aufnahmen fängt jemand den Moment ein, in dem ein Kreuzfahrtschiff namens Excellent in einen großen Frachtkran krachte. Man sieht, wie die Arbeiter auf dem Lastkran um ihr Leben rennen, als einer der riesigen Kräne zusammenbricht, auf der Ladung landet und ein Feuer auslöst. Stürmisches Wetter und raues Wasser waren schuld an dem Unfall und es gab nichts Exzellentes an diesem. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie plötzlich ein riesiges Frachtschiff direkt auf ein kleineres andockendes Schiff zusteuert. Und wie zu erwarten, kracht es auch in das kleinere Schiff und zermalmt es wie eine kleine Aluminiumdose. Stellt euch mal vor, ihr steht einfach so am Strand und seht plötzlich dieses riesige Frachtschiff auf euch zufahren. Das Schiff hielt nicht an. Viele mutige Menschen standen davor und beobachteten es, als es näher und näher auf den Strand zukam. Es stellte sich heraus, dass die Turcouts 8 absichtlich auf Grund gelaufen war, damit sie demontiert werden konnte. Ihnen zu erklären gehabt. Manchmal ereignen sich Schiffsunglücke nicht auf dem Meer. Im April 2014 wurde eine Videoaufnahme gemacht, auf dem zu sehen ist, wie das 168 Meter große Containerschiff Hansa Constitution vom Kurs abkam und auf das Fußballfeld der Universität von Hongkong zusteuerte. Man kann sehen, wie sich Rostwolken von der Ankerkette lösen, als das riesige Schiff kurz vor dem Feld zum Stehen kommt. Der Unfall wurde auf einen Energieverlust und starke Winde zurückgeführt. Im Juli 2013 war das Frachtschiff Mall Comfort mit 4.382 Full-Size-Containern und 7.041 kleineren Containern beladen, auf dem direkten Weg von Singapur nach Saudi-Arabien. Doch das Schiff konnte das Gewicht nicht bewältigen und der Rumpf begann einfach in der Mitte zu brechen. Die Besatzung wurde sicher aus dem Schiff gerettet, aber später zerbrach das Schiff in 2 Teile, fing Feuer und versank schließlich. Frachtschiffe können aber auch verunglücken, ohne dabei in 2 Teile zu zerbrechen. Kürzlich geriet das Schiff One Apus in einen üblen Pazifiksturm und erlitt einen massiven Einsturz des Containerstapels, in dem sich 14.000 Container befanden. Davon fielen 1.816 Container, die mit Batterien, Feuerwerkskörpern und 2 mit flüssigem Ethanol gefüllt waren, ins Meer und sanken. Ein Verlust von über 200 Millionen Dollar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und das Schiff schaffte es sicher zurück in den Hafen. Wir sind uns nicht sicher, was für ein Schiff das hier ist oder wer der Captain war, aber Sekunden bevor es unter der Brücke durchfährt, ist klar, dass nicht genügend Platz da ist. Teile des Schiffes werden abgerissen und die Besatzungsmitglieder rennen um ihr Leben. Aber das ist noch nicht alles.
Anscheinend fuhr das Schiff gleichzeitig unter zwei Brücken hindurch und man kann das unangenehme Geräusch von knirschendem Metall hören, als der größere Teil des Schiffes am anderen Ende die Brücke nicht mehr verlässt. Im Oktober 2011 in Neuseeland lief ein mit Container und Rohöl beladenes Frachtschiff auf dem Astrolabe Riff auf Grund, was zu der schlimmsten Umweltkatastrophe Neuseelands führte. Filmmaterial zeigt, wie das Schiff stark einseitig ins Wasser kippt, wo dann wiederum später das gesamte Schiff versank. Der Kapitän und der zweite Offizier waren verantwortlich und verbrachten 7 Monate im Gefängnis. Ein unnötiges Risiko und eine Gefahr für Personen und Eigentum. Man muss sich fragen, was die beiden Kapitäne dieser Schiffe gemacht haben. Es sieht nach einem bösen Spielchen aus, bei dem wohl beide verloren haben. Das 12.700 Tonnen schwere Frachtschiff Alanis und der 14.000 Tonnen schwere Frachter Florence Spirit sind auf den Aufnahmen zu sehen, wie sie geradewegs aufeinander zusteuern, ohne dass sie hupen oder Kollisionsalarm ertönt, bis die beiden Schiffe schließlich mit einem unglaublichen Knirschen zusammenstoßen. Glücklicherweise wurde hier niemand verletzt und die beiden Schiffe kamen nach der Kollision zum Stillstand. Bonusthema. Obwohl das kein Unfall ist, muss man bewundern, wie diese riesigen Frachtschiffe arbeiten und welche enorme Menge an Fracht sie transportieren können. Die Seaspan Phoenix. Ein Lastkran, der eine riesige Menge an Baumstämmen transportiert. Nach einer Weile sieht es so aus, als würde die Phoenix sinken und sich stark auf eine Seite neigen. Aber nein, der Kran kann Wasser aufnehmen, so dass er auf die Seite kippt und seine Ladung mit Baumstämmen nicht ins Wasser fällt. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit weiteren coolen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen!